Willkommen zurück mit Strea bei Lost Song, bei Sword Art Online Lost Song, um genau zu sein. Und wir, ja, spielen weiter, genau, und gucken mal, wo es weitergeht. Wir wollen theoretisch mal die Stage clearen. Aber wir brauchen vorher noch Informationen. There are a total of 8 different ruins and underground cave system located on Voglind. However, 3 of those are too high to fly to. They can't be reached by normal means. Okay, das heißt, wir müssen levitieren, wie wir das ja schon rausgefunden haben. An old book? You mean it's written in the old tongue? My grandmother spoke to me in it sometimes when I was a kid. But I only know a smattering of words, not enough to read it. Dann übersetz doch mal, oder das, was du kannst. Übersetz das. NPC から何か有効な情報が聞けるかと思ったけど、具体的なことは分からなかったな。古代文字で書かれた書物を読む方法が分かればね。古代文字が読めそうな人、もしくはアイテムか。Okay, hier haben wir anscheinend kein Glück, das Buch zu übersetzen, was wir bekommen haben. Also direkt wieder zurück von da, wo wir hergekommen sind. Sakuya. Sakuya und Arisha-san. Ja, minna. Yahoo! Tanoshisou da ne. スバルトエリアの攻略は進んでいるかい？それがちょっと行き詰まっちゃってて、ダンジョンを攻略してる時に古い書物を見つけたの。でも文字がわからないんだ。古い書物？ちょっと見てもいいかな？なるほど。もしかして。この虫眼鏡使えないかな。北欧に古代から伝わる文字を読むことができると聞いたんだ。サクヤさん、この書物を読んでみてもらえますか。ああ、わかった。なんて書いてあった。書物によると、風の魔法装置により空高く登ることができ。装置は2つのアイテムにより起動が可能だとある。OK、2アイテムだぞ。風の魔法装置は人工的に強力な気流を発生させる装置だと書いてあるな。そんなことが書いてあったんですね。図だけじゃ分かりませんでした。あれは気流装置だったのね。ありがとう、サクヤ、アリシャさん。あ。また助けが必要になった時は言ってくれ。サクヤ hat auch so viel getan, muss ich gestehen. クエスト攻略ich meine, Alicia. 力になるよ。サクヤ und Alicia have joined your party? Wirklich? Oh Gott! これで装置の起動方法が分かったわね。となると次はアイテム探しね。ユイ？まだ攻略してないダンジョンってあったよな。はい、まだ2箇所残っています。そこが怪しいな。順番に調べていこう。じゃあ明日のダンジョン攻略までは自由時間だな。所持品点検とかもしておいた方がいいわね。そうだな。それじゃあここで解散。OK、wieder eine Nacht vergangen, beziehungsweise wieder ein Tag vergangen.Eventuell kommt jetzt auch wieder ein Rückblick. Ne, Kirito-kun, Zekken, te shitte ru? Moment. Okay, jetzt habe ich ein Problem. Okay, ich hoffe, Kisuke wird dieses Spiel niemals sehen. Scheiße. Zekken? Ah, 最近噂になってる。何でも立ち会いを希望したプレイヤーを全員返り討ちにしてるんだってね。
Das ist nicht gut. OSS をかけてるから、それでも挑戦するやつが後を絶たないらしいな。その人の OSS って11連撃なんでしょ？それだけの技を編み出せるなんて、一体どれだけの剣豪なのかしら。今までスバルトエリアの攻略にかかりっきりになってたけど、この辺りで俺も一度手合わせ願いたいな。うん、私も興味ある。その OSS がどんな技なのかも見てみたいし。でも辻デュエルでは一度もその技を使ってないんだってな。絶剣に OSS を使わせるほど追い詰めたプレイヤーがいないってことね。Ich muss es mal kurz erklären. Ja, da ist. Nein! Ich muss es kurz erklären. Wir haben letztens darüber über Sword Art Online Lost Zone gesprochen und Kisuke fragte, ob Seken denn auch, also Yuki auch in dem Spiel vorhanden ist. Und Doc Genius und meine Wenigkeit waren natürlich der Überzeugung, natürlich nicht, das kann nicht sein. Wer die zweite Staffel von Sword Art Online zu Ende geguckt hat, weiß warum nicht. Also eigentlich war ich der festen Überzeugung, es kann nicht sein, dass Yuki bzw. Seken in Sword Art Online Lost Song vorkommen kann. Ich lag wohl falsch. Das ist... Okay, damn it. Okay, ich lag falsch. Yuki ist dabei. Rizai! Kousan da! Mou Duel hajimatte ru mitai ne. どんなやつなんだ。他に対戦する人いませんか。もしかしてあのインプの子がゼッケン？あの子 SAO で会ったぞ。アインクラッド100層クリアした後、ログアウトする直前に突然現れてデュエルした。名前は。Was? Was? Das Spiel erklärt gerade was. Das Spiel erklärt gerade was, was im Anime nicht richtig erklärt wird. Moment, oder? Nee, das ergibt wiederum keinen Sinn. Also im Anime, nur um zu verstehen, was in meinem Kopf gerade vorgeht. Im Anime sagt Seken ja, sie kann mit Kirito, also kann Kirito nicht fragen, die Aufgabe zu übernehmen, weil Kirito ihr Geheimnis kennt. Genauer erklärt, wie Kirito darauf kommt, also beziehungsweise wie Kirito das Geheimnis erfährt oder sich das denkt. Das wird's nicht. Onesan, aber ich bin gerade Strea, das ist nicht gut. Ich möchte das nicht mit Strea kämpfen. Mich ist das, dass ich mit Asuna kämpfe. Oder wird der Fight nicht gezogen? Bin ich jetzt Strea oder bin ich Asuna? Bitte lass mich Asuna sein. Ich bin Asuna, okay. Oh Gott, ein Duell. Die hat 4 Lebensbalken. Wow. Okay, wir duellieren uns jetzt gerade tatsächlich mit
Komm her. Was machst du da? Okay. Kann ich eigentlich... 0-0-0, was? Okay, das ist natürlich dumm. Das sollte ich nicht tun. Zieht mir schon eher mehr ab, als ich... Komm her! Ja, okay. Oh fuck, der war schlecht von hier. Das dauert gerade. Okay. Okay, Hälfte haben wir. Der Witz ist auch, wie sie Onesan sagt. Das wird leider in Englisch, naja, Baby. You're awesome, Baby. Naja, gut. Wir spielen jetzt ernsthaft Mother's Rosario? Könnte bitte dieses Baby weggehen, bitte? Also, das Onesama mit Baby zu übersetzen? え、買い目に行かんだ。分かった。別に断る理由もないしな。そうだね。こちらとしても心強いわ。やった。ありがと。じゃあ改めて僕はユウキって言うんだ。私はアスムだよ。俺はキリトだよ。ありがとう。仲間になった記念に集めたアイテムを渡すね。 You obtain Sindri's Mallet and Dew of Yggdrasil und 3 Healing Fragments. Yuki ist schon. Wie viele Leute soll ich denn noch spielen? Ich würde gerne alle ausprobieren, aber wie viele? Das werden ja, bevor ich die überhaupt alle spielen kann, werden das ja immer mehr. Was zum Geier? Also nicht, dass ich das nicht gut finde, aber irgendwo, ich komme nicht hinterher mit Ausprobieren der verschiedenen Charaktere, obwohl ich super gern halt einfach nur Kirito und Asuna weiterspielen würde. Möchte ich die anderen genauso spielen? Ach Gott. Halt, habe ich eigentlich hier... Moment, das möchte ich mal eben wissen. Haben wir hier irgendwelche neuen Sidequests, die ich machen kann? Das würde mich unglaublich interessieren, tatsächlich. Weil dann kann ich einfach mal Sidequests machen. Ja, tatsächlich werden wir jetzt die Hauptquest gerade mal ganz kurz beiseite lassen und einfach mal ein paar Charaktere ausprobieren. Sorry dafür, wenn ihr euch das jetzt irgendwie nicht gefällt oder so. Aber, Unable to more. Collect irons and sharp claws. Das ist jetzt nicht so schwer. Okay, wir gehen jetzt mal mit Strea eine Quest machen. Also ich möchte, wie gesagt, mal ein paar Charaktere ausprobieren. Und ich komme nicht dazu, weil ich einfach... Ja, okay. Aber interessantes Duell. Und interessant, dass Yuki tatsächlich doch voll dabei ist. Auf nach Rocklinde. Rockland. Scheibengleiser. Ich hab, also...
Kisuke, falls du das hier siehst. Achso, noch was. Eine ganz große News an alle, die dieses Spiel mögen und kein Englisch sprechen oder sich das Spiel nicht Englisch importieren wollen. Das Spiel wurde jetzt letzte Woche tatsächlich angekündigt. Und zwar für Europa. Das heißt, es wird bald deutsche Untertitel geben. Also nicht für meine Spielversion. Also ich werde die Spiele komplett auf Englisch das Let's Playen. Aber, dieses Spiel hier, Gott, ist die... Moment, das ist nicht das richtige Schwert für dich. Du willst... Es ist eine Zweihandwaffe, aber nicht diese. Ich sehe das schon. You can only change in... Das Spiel ist released... Also, beziehungsweise nicht released. Das Spiel ist angekündigt auf Herbst diesen Jahres in Europa. Das heißt, es wird deutsche Untertitel geben. Für alle, die englische Untertitel nicht mögen. Beziehungsweise er kann Englisch verstehen oder sonst was. Es wird immer noch japanischer Ton sein, aber deutsche Untertitel. Und dieses Mal aber nicht auf PlayStation 3, ganz wichtig, nicht auf PlayStation 3, sondern nur auf der PlayStation 4. Das heißt, wer von euch eine PlayStation 4 besitzt, dieses Spiel unbedingt mal spielen wollte, aber das Spiel nicht importieren möchte oder kein Englisch kann oder was auch immer, der kann im Herbst diesen Jahres sich glücklich schätzen, denn Herbst dieses Jahr released das Spiel mit deutschen Untertiteln auf der PlayStation 4. Und PS Vita, glaube ich. PS Vita, glaube ich, auch, aber das die Konsole interessiert mich eh nicht. Deswegen, ja. Ich werde dieses Spiel natürlich weiterhin in der englischen Version spielen, weil erstens werde ich nicht so lange warten, zweitens habe ich keine PS4 und drittens, ja, habe ich das Spiel ja schon. Deswegen werde ich ja jetzt kaum... So, wie ist es jetzt mit dem Großschwert? Da schlägst du schon schneller mit zu, ne? Ja, du bist mit dem Großschwert sehr viel besser. Kirito ist halt komplett OP. 301, Moment, war ich das? Kirito, kannst du mal aufhören zu attacken, bitte? Komm, du nimmst den. Mach mal den da, ich will den da schlagen, ne? Na super, ich hau da nicht. Kirito macht alles einfach One-Hit. Hallo. Könnte ich bitte irgendwie... Muss ich Kobolde töten? Oh, habt ihr das gerade gehört? Kirito hat was zu Asuna gesagt, obwohl ich Strea steuere. Habt ihr das gehört? Wenn ich Glück habe... Oh, das ist natürlich jetzt interessant. Hallo. Ey, das ist derbe Assi. Kirito, du bist Assi, Mann. Was soll ich denn hier machen? Kirito macht einfach eiskalt alles allein. Ich weiß aber gerade nicht. Ich muss mal eben gucken, was für Quests ich hier überhaupt habe. Active Quest. Ah, tatsächlich. 20 Kobolde. Kann ich das irgendwie anzeigen lassen? Den kann ich nicht. Okay. Okay, 20 Kobolde töten, dann werden wir doch mal eben hierbleiben. Fehlen ja noch ein paar. Kirito, du bist so ein Arschloch. Boah, ich mach aber 500 Schaden! Strea, what the fuck? Oh, Strea macht auch einen heiden Schaden, das gefällt mir. Also hier, pass auf. Bam! 348 Schaden. Also Strea macht auch ordentlich Schaden, nur halt mit Auto-Attacks nicht unbedingt. Anscheinend, also wieder, das hier ist auch teilweise ein Test, wie die Leute jetzt tatsächlich miteinander reden. Also, gerade eben hat Kirito tatsächlich auf Asuna reagiert. Finde ich sehr geil. Ah, jetzt auch wieder auf Strea. Also, eventuell... Kirito... Jetzt, okay. Kirito, du bist aber zu stark. Entschuldigung, du bist einfach, also Kirito ist einfach unnormal stark. Du bist stark. Wir haben, pass auf, blaue Slimes. Wir haben Lizards. Wir haben Quasit. The Flapping Round Fury. Evil Glancer. Evil Glancer. Silky. Alps. Und Orks. Die Flügel hier sind übrigens auch nett. Die Flügel hier sind schön. Also schöner als... was seid ihr? Ihr seid diese Quasiten.
ein Schaden. Also wie gesagt, die Attacks sind halt ein bisschen slower, klar. Aber Schaden ist schön. Schaden ist sehr schön. Nee, ich will nicht die da unten. Ich will die Kobolde nicht. Lass die Kobolde mal ruhen. Kobolde da mal in Ruhe. Hier sind die blauen Blobs. Da haben wir auch schon mal 10 hier gekillt. Ich erinnere mich. Oh, ich hab falsche Attacke. Egal. Damit geht's natürlich auch. Das Problem ist dieses Rennen wollen und gleichzeitig dann angreifen wollen. Das sorgt dafür, dass man dann halt manchmal gerne einfach eine Attacke macht. Die man eigentlich gar nicht beabsichtigt zu machen. Ah, oh, hi. Also, Strea gefällt mir sehr. Also, Strea mag ich. Einfach, weil Zweihand und weil... Also, Strea macht schön Schaden und ist echt... Also, Strea gefällt mir. Kann ich... Jetzt wurde ich gerade geheilt, oder was? Ich werde die Slime-Quest jetzt noch machen. Nachdem ich die Slime-Quest fertig habe, werde ich den Charakter mal wechseln. Auch wenn ich Strea tatsächlich mag, ich möchte, wie gesagt, so viele Charaktere wie möglich auch mal ausprobieren und mal gucken, wen ich so tatsächlich am liebsten mag. Ja, Kirito, klar, mag ich sehr. Asuna mag ich auch sehr. Strea mag ich auch, also jetzt nicht nur vom Charakter her, sondern auch vom Spielen her. Sinon mag ich vom Charakter her, aber das Gameplay mit Sinon gefällt mir überhaupt nicht. Weil ich einfach zu schlecht bin. Ich bin einfach doof. Entweder hat die einfach einen falschen Bogen und macht zu wenig Schaden, oder ich bin einfach schlecht. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall mag ich den Sinon nicht, sondern nicht spielen, tatsächlich. Wie viel brauchen wir denn noch? Wir werden keine... Das ist ein bisschen schade. Mir wird der Fortschritt von den Sachen hier kaum angezeigt. Immer noch so viele. Ja, lass uns lieber die Quasiten töten. Die sind hier, ne? Ach, das ist geil. Also es macht echt Spaß. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Mir macht es... You have defeated your current. Also das heißt, wir haben die Quest fertig? Tatsächlich. Gut, dann gehen wir mal eben die beiden Quests abgeben. Also es ist, wie gesagt, einfach nur gerade ein bisschen nebenher questen und einfach nur die Gegner alle one-hitten. Das ist einfach ein bisschen lächerlich. Kirito ist jetzt 126. Ich meine, eventuell wird es zum Ende hin, also was heißt, oh, ich muss mal eine Neuaufnahme machen. Genau, wir machen mal ganz kurz eine Neuaufnahme.